Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute kommen meine Kinder zum Mittagessen und dann habe ich gedacht, was kann ich für den zubereiten? Und natürlich, es gibt nicht nur in die russische Küche schöne Rezepte, es gibt auch in die andere Küche auch eine wunderbare, leckere Rezepte und wie zum Beispiel aus der deutschen Küche die Königsberger Klöpse. Die sind doch so lecker und die machen nicht viel Arbeit, sehr schnell in Zubereiten und so köstlich. Schaut, meine Lieben, die Klöpse sind so weich, so fluffig. Wirklich, wie mein Teig, so sind meine Klöpse auch genauso fluffig. Mit leckerer Soße dazu. Echt einfach Gedicht. Und wenn ihr Interesse habt, wie ich die zubereite, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Als erstes nehme ich mir zwei Brötchen vor Vortag und ein bisschen mache ich die zur Rinde ab. Weil wenn die aufweicht, ist sie trotzdem noch ein bisschen so wie fest. Und rechts schneide ich in die Würfel und weiche dann mit heißem Milch auf. So. Und bis dass ich dann Rest vorbereite, wird dann Brötchen schön weich. So mache ich auch die zweite Brötchen. Und diese Abschnitte kann man auch dann trocknen lassen und zu Semmelmehl machen. So, für zwei Brötchen ungefähr so eine Tasse, die ist, glaube ich, 200, 250 Milliliter Milch genau reicht. Mehr muss man nicht sein. Einfach lieber ein-, zweimal so umrühren, draufdrücken und einziehen lassen. Dann müssen wir gar nichts was ausdrucken. So, stellen wir es mal an die Seite und machen wir jetzt unser Hackfleisch fertig. Ach, wegen meiner Handschuhe muss ich zugeben, dass ich habe gestern meinen Daumen ganz schön toll reingeschnitten und jetzt möchte ich nicht in Lebensmittel mit in meine verletzte Hand rein. Deswegen ist das eine Handschuhe. Ich bereite heute für ein Kilo Hackfleisch und ihr könnt natürlich es ist einfach halbieren. Geben wir dazu zwei Eier, so zwei so eine richtig gute Teelöffel Senf. Unsere angeweichte Brötchen samt Milch. Es ist auch kein Milch da mehr vorhanden. Wenn ihr nur eine Tasse nimmt, ist dann genau perfekt. Und dann natürlich auch Salz. Salz und Pfeffer. Kann man ein bisschen ruhig etwas mehr Salz nehmen, weil wir haben Brötchen hier. Und mein gehacktes ist nicht gesalzt. Auch etwas Pfeffer. Und jetzt werden wir alles schön gut verkneten. Und richtig schön verkneten. So, schaut ihr, wie fluffig unsere Masse ist. Da werden die richtig schöne, lockere Klöpse sein. So, lassen wir es mal kurz stehen und kümmern wir uns erstmal um die Brühe. In einen Topf geben wir Wasser. Oder kann man auch Gemüsebrühe dazu geben. In meinem Fall habe ich jetzt hier noch Wasser und hier habe ich mir angerührt ganz normale meine Gemüsebrühe, was wir trocknen selber. Einfach ein Esslöffel dazu umgerührt und gebe es hin. Da haben wir alles, was wir brauchen. Gebe noch ein ganze Zwiebel, wenn ich schon kein Zwiebel in den Masse reingegeben habe, gebe einfach ein ganze Zwiebel und ein Loberblatt und lasse es aufkochen. Ja, den Salz, das dürfen wir nicht vergessen. Natürlich probieren. Ja, perfekt, weil in meine Gemüsebrühe Salz ist auch da. Jetzt lasse ich es aufkochen und in dieser Zeit werden wir unsere Klöpse machen. So, stellen wir uns ein bisschen Wasser in die Schale dabei. Den Teller habe ich auch ein bisschen mit Wasser befeuchtet. Und dann mit den nassen Händen machen wir Klöpse. Und Klöpse nach eurer
eigene Wahl, wie gerne ihr möchtet. Groß, klein, aber die sollen so ungefähr ein bisschen alle gleich sein. So sehen die meine aus. So ungefähr zwei wird man schon essen. So, die Klopse habe ich jetzt fertig gedreht. 15 Stück habe ich rausbekommen. Und jetzt gehen wir ans Herd und werden die zubereiten. Die Brühe kocht auch schon. So, die Brühe kocht. Jetzt können wir dazu unsere Klopse reinmachen. Und wenn wir die dann reingemacht haben, dann gleich können wir die Hitze runterstellen. Weil die müssen dann nur sieden, nicht stark kochen. Wie ist Ihre Meinung? Sind die Königsberger Klopse auch ein leckeres Sonntagessen? Ich finde schon. Bisschen bewegen, dass die am Boden nicht kleben und dann finden die ihren Platz. Jetzt den Deckel zu und ganz leicht köcheln lassen. Ungefähr so 20 Minuten muss es schon sein. So, es sind noch knappe 4 Minuten. Soll noch ziehen? Schaut, es nur leicht köchelt. Ich habe weniger als ein Mittel von meiner Hitze. Die sind schon alle nach oben gegangen, wie so eine luftige Beling. Und die Brühe habe ich probiert, die ist so köstlich. Oh, ein Gedicht. Und jetzt können wir auch unsere Soße zubereiten. Dafür habe ich jetzt ein Töpfchen genommen und da habe ich jetzt 80 Gramm Butter reingemacht. Und werden wir erstmal schmelzen lassen. So, die Butter schmilzt und machen wir jetzt eine ganz normale Mehlschwitze. Und wir mögen gerne sehr viel Soße. Sind die 7 Mann am Tisch und sagt man, braucht man einen halben Esslöffel Mehl pro Person. Dann gebe ich so 3 leichte Hälfte und noch ein bisschen Mehl dazu. Und werden wir jetzt erstmal Mehl anbraten. So, meine Klöße sind jetzt fertig. Kann die ausmachen und die können einfach auf dem Herd bleiben und weiterziehen, bis wir Soße fertig machen. Kurz anbraten das Mehl. Sie soll aber nicht braun werden, weil wir möchten gerne eine helle Soße haben. Und als Erste gebe ich jetzt einen Becher Sahne. Lassen wir jetzt mit dem Sahne aufkochen. Und dann geben wir von unserer Brühe, von der Klöße, so viel Flüssigkeit, bis wir so eine Konsistenz von der Soße haben, wie wir selber es mögen. Eine mögen etwas dicker, die andere mögen erstmal etwas dünner. Haben wir richtig hier jetzt eine Pampe. Ist nicht schlimm, es wird alles glatt. Und jetzt gebe ich die Brühe von den Klöße. Aber ich mag gerne die mit dem Sieb machen, dass sie schön sauber ist. Erstmal eine Portion, dann gut verrühren und einkochen lassen und danach nochmal. Es soll der Mehlgeschmack verkocht werden. So, und wiederholen nochmal. Und immer portionsweise dazugeben. Richtig unterrühren, glatt rühren und dann nochmal kann man dazu geben. So, geht es schneller. So schauen wir nach Konsistenz. Ja, ganz bisschen kann man noch. So, wenn wir so glatt gerührt haben, schaut, richtig fein. Und die Konsistenz für euch ist perfekt, wie ihr es gerne möchtet. Dann geben wir noch die Kapern. Ich gebe erstmal nicht alle, so erstmal nur halber Gläschen. Und in von Flüssigkeit auch so vielleicht ein Esslöffel. Und dann erstmal probieren. Es muss man immer nach Geschmack arbeiten. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und das ist gut so. So, probieren. Ja, ein paar Kapern kann man noch dazu geben. Von Flüssigkeit nicht mehr. Dann ein bisschen Muskatnuss und ein bisschen Pfeffer.
sonst von Gewürzen sind perfekt. Kein Salz braucht man da, gar nichts. Ich würde sagen, für diese Geschmackbalance nur wirklich aber Prise Zucker. Nur Prise, nicht mehr. Anrühren und ein bisschen köcheln lassen. Und dann zum Schluss mit dem Zitronensaft abschmecken. Fertig unser Mittagessen. Es geht wirklich sehr schnell und schmeckt, finde ich, sehr köstlich. Lassen wir ein bisschen einkochen, dass die Mehlgeschmack komplett weg ist. So, meine Lieben, jetzt können wir den letzten Strich machen und ein bisschen noch Zitrone dazu geben. Natürlich probieren. Perfekt, braucht man gar nicht. Und jetzt können wir unsere Königsberger Klöpse servieren. So, schaut ihr, wie schön fluffig und weich ist der. Unser Klops. Und jetzt dazu noch die Soße. Wow. Wir servieren dazu noch ein Petersilienkartoffel, ganz normal. Und jetzt möchte ich gerne euch zeigen, wie es innen drinnen aussieht. Oh, wie saftig, wie fluffig, meine liebe Freunde. Schaut ihr. Richtig, richtig lecker. Dann mit viel Soße. Probiere jetzt. Butterweich, so fluffig, einfach lecker. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Haben wir uns was ganz Leckeres zum Mittagessen zubereitet. Und ich würde mich natürlich sehr freuen über eure Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und ich ganz am Ende möchte ich euch sagen, dass mein erstes Buch kann man bestellen. Und die Link dafür stehen unten in die Beschreibung. Ich wünsche euch, liebe Freunde, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!